Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt den Lobpreis genossen. Was? Ich höre euch nicht. Lauter! Okay, super. Der Lobpreis war hammermäßig. Und ich hoffe, ihr habt bei euch zu Hause mitgemacht. Lobpreis, bei dem du an himmlische Orte versetzt wirst, ermöglicht dir die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen und lassen dich jubeln in Zeiten der Ungewissheit. Eine weitere Sache, die du immer wieder in der Bibel siehst, sind Glaubenshelden, die in schier ausweglosen Situationen opfern und dadurch Gott ehrten und vor allem bewegten. Gideon war so eine Person. In Richter 6 liest du, wie die Midianiter das Volk Israel jahrelang unterdrückten und ihre Ernten, ihren Besitz und ihr Vermögen raubten. Die Israeliten mussten ihr Hab und Gut verstecken, um es nicht zu verlieren. So liest du auch von Gideon, der sich als Geringsten unter seinem Volk ansah, wie er Weizen in einer Kälte drosch, damit seine Weizenernte nicht entdeckt wurde. Doch als vor ihm ein Bote Gottes erschien und dieser ihm die Verheißung Gottes mitteilte und versprach, mit ihm zu sein und ihm zu helfen, Israel aus ihrer Not zu befreien, hatte Gideon umgehend das Bedürfnis zu opfern. Er opferte Gott, weil er seinem Wort glaubte und mit dem Opfer den Bund und die Verheißung bestätigte. Was er anfänglich aus Zukunftsangst und versteckte und hortete, wurde nun herausgeholt und er sagte, und schaut mal, das ist in Richter 6 ab Vers 18, geh nicht weg, sagte er zu dem Engel, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und sie vor dir niederlege. Und er sprach, ich werde bleiben, bis du zurückkommst. Und Gideon ging hinein und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote aus einem Ephamehl. In einer Zeit des Mangels opferte er ein Ziegenböcklein und Brote. Ihm war bewusst, wenn jemand aus dem bisschen, was ich habe, und in einer ungewissen Zeit etwas machen kann, dann ist es Gott. Und Gott hat sich bis heute nicht geändert. Deshalb möchte ich dich bitten, dass wir gemeinsam mit unserem Opfer vor Gott treten und ihn bitten, uns in dieser Zeit Rettung zu schenken und mit unserem Opfer zu bestätigen, dass wir ihm glauben, vertrauen und seine Verheißungen bestätigen. Nimm dein Opfer und lass uns gemeinsam beten. Vater, wir stehen vor dir und präsentieren dir dieses Opfer. Wir beten, Vater, dass dieses Opfer als ein Wohlgeruch zu dir aufsteigt und du die Fenster und die Türen des Himmels über uns und über unsere Nation und den Nationen öffnest, Herr. Damit wir Rettung erfahren in dieser Zeit, Herr, aber auch Multiplikation auf allen Ebenen unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, sende dein Opfer an die Gemeinde, die du dein Zuhause nennst. Wenn die IGE deine Gemeindefamilie ist, dann kannst du dein Opfer gerne direkt über diesen Link spenden oder auch auf anderem Weg, welcher du unten in der Videobeschreibung findest. Selbstverständlich bekommst du am Anfang des kommenden Jahres auch einen Spendenbescheid. Vielen Dank für deinen Glauben, für deine Treue und Leidenschaft, die sich in dieser verrückten Zeit durch Gott multipliziert. Aber jetzt freut euch auf meine Lieblingsperson. Meine Heldin, meine große Liebe, meinen Schatz, meine Traumfrau. Okay, ich höre auf. Ihr wisst, wen ich meine. Viel Spaß mit der Ise und einer gesalbten Botschaft. Hallo miteinander, ich wünsche euch einen super schönen Sonntag. Es ist unser erster offizieller Online-Gottesdienst, weil ja unsere Versammlungen in Deutschland jetzt auch verboten worden sind. Und wir sind begeistert einfach, dass wir die Technik haben, mit der wir zu euch ins Wohnzimmer kommen können und trotzdem Gottesdienst feiern. Wir wollen unser Land, da wo wir sind, erfüllen mit der Gegenwart Gottes. Wir wollen es erfüllen mit unserem Lobpreis und wir wollen es erfüllen mit dem Wort Gottes. Und ich möchte euch einfach ermutigen, diese Zeit der Predigt jetzt ernst zu nehmen, das Wort Gottes in euch aufzunehmen und einfach umzusetzen und zu sagen, Mann, ja, mein Land braucht mich jetzt, meine Gemeinde braucht mich jetzt, Gott braucht mich jetzt, jetzt ist die Zeit für die Gemeinde Jesu. Und mein Titel heute ist die Corona-Krise, eine Chance für die Gemeinde. Ja, wir kommen jetzt einfach aus einer Zeit raus, so, es lief eigentlich. Irgendwie kann man sagen, Mensch, für uns in Deutschland lief es ganz gut. Die meisten von uns hatten wahrscheinlich eine Arbeit, der eine oder andere vielleicht sein eigenes Geschäft.
eine oder andere war vielleicht ein erfolgreicher Unternehmer. Im Großen und Ganzen lief es für uns in Deutschland und klar haben wir uns Erweckung gewünscht. Klar haben wir uns gewünscht, dass viele Menschen zu Jesus kommen. Klar haben wir dafür gebetet, aber wir haben eigentlich nicht erwartet, dass eine große Krise kommt. Wir erwarten nicht, dass ein Weltkrieg kommt. Also ich zumindest nicht, vielleicht seid ihr da anders. Wir haben nicht erwartet, dass uns so eine Krise so plötzlich trifft. Und jetzt stehen wir schon fast über Nacht mittendrin. Und viele Menschen sind am Verzweifeln und viele Menschen haben Angst und viele Menschen sind erschüttert. Und Gott will uns heute sagen, diese Krise ist eine Chance für die Gemeinde. Und ich möchte, dass ihr heute einfach das mit in euer Herz aufnehmt. Diese Krise ist eine Chance für die Gemeinde. Es ist eine Chance für den Leib Christi. Es ist eine Chance für uns und damit auch für unser Land. Wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt viele Katastrophen, die uns einfach in der letzten Zeit schon getroffen haben, wo wir gehört haben, da in der Ukraine gibt es Krieg. Mich hat das stark betroffen und wir haben auch angefangen zu beten. Wir haben gehört von Terroranschlägen und allen möglichen Sachen und es nimmt einen schon einfach mit und es betrifft einen und es fließen auch immer wieder Tränen, weil man einfach so miterschüttert ist von den Dingen, die passieren. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo die ganze Nation erschüttert ist. Wir sind an dem Punkt, wo nicht nur unsere Nation, sondern unsere Nachbarländer mit erschüttert sind. Nicht nur unsere Nachbarländer, nicht nur Europa, sondern Amerika, Asien, die Nationen der Welt sind erschüttert. Warum? Ein ganz kleiner Virus, ein kleiner, klitzekleiner Coronavirus. Ich habe ihn noch nie gesehen und er hat mein Leben verändert. Du hast ihn wahrscheinlich noch nie gesehen und er hat dein Leben verändert. Er hat unsere Wirtschaft verändert. Er greift die ganzen Dinge an, die unseren Wohlstand, wie wir bisher gelebt haben, unsere Gesellschaft, wie wir bisher gelebt haben. Ein unsichtbarer, kleiner Virus verbreitet sich auf der ganzen Erde und es sieht so aus, als ob er den ganzen Erdkreis in eine Megakrise stürzt. Und ich will es nicht so tun, als ob es hier keine Krise gäbe. Wir sind auf jeden Fall in einer Krise und wir können gar nicht sagen, wie es weitergeht. Wir können nicht sagen, ja gut, in 2 Wochen ist die ganze Sache vorbei oder in 1 Monat wird es bei uns so aussehen wie in Italien. Wir wissen es einfach nicht. Wir sind in der Zeit der Krise und wir sind auch einfach in der Zeit der Unsicherheit. Aber wisst ihr was? Gott ist nicht überrascht. Gott sitzt nicht auf dem Thron und sagt, huh, ach du meine Güte, das wusste ich gar nicht, was machen wir denn jetzt? Sondern Gott wusste, dass es kommt und Gott wusste, zu welcher Zeit es kommt. Und Gott hat dich und mich hierher gebracht für eine Zeit wie diese. Du lebst heute für eine Zeit wie diese. Ist das nicht faszinierend? Ich finde es interessant, dass wir jetzt an der Stelle sind, an der Position sind, wo nicht einfach nur alle Länder betroffen sind, sondern eigentlich so gut wie alle Menschen in diesen Ländern. Für uns in Deutschland, wenn du Kinder hast, gehen deine Kinder nicht mehr in die Kita, gehen deine Kinder nicht mehr in die Schule. Wenn du Erzieher oder Lehrer bist, hat sich dein Alltag drastisch verändert. Wenn du ein eigenes kleines Geschäft hast und es ist nicht gerade ein Lebensmittelgeschäft, dann hast du jetzt wahrscheinlich zugemacht. Und wenn du ein Lebensmittelgeschäft hast, dann weißt du wahrscheinlich nicht, wohin mit deiner ganzen Arbeit, weil es einfach so viel ist. Was einfach interessant ist und was vielleicht auch noch nicht jeder weiß, und zwar um die Jahreswende vom hebräischen Jahr, das sogenannte Rosh Hashanah, als das Jahr 5780, das hebräische Jahr 5780 angefangen hat, da hat Chuck Pierce prophezeit, dass massive plagenähnliche Invasionen uns bis Pessach testen würden. Ich muss sagen, das gibt mir einfach Hoffnung, weil Pessach, das sogenannte Passa, ist recht nah und es heißt für mich, dass eigentlich eine Besserung in Sicht ist. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist für uns, dass wir uns hier richtig positionieren. Ich glaube, dass der Heilige Geist diese Situation nützen möchte, um uns wachzurütteln. Ich glaube, es ist eine Chance für die Gemeinde Jesu aufzuwachen, sich aufrütteln zu lassen, ihren Auftrag neu anzunehmen, neu Licht zu sein, neu Kraft zu geben, neu Mut weiterzugeben, neu das Evangelium auszubreiten und Licht in dieser Welt zu sein. Die Corona-Krise ist für die Gemeinde eine Chance. Es ist für dich eine Chance. Halleluja. Als ich am Anfang gehört habe, ja, die Schulen werden geschlossen, muss ich sagen, ich als Lehrer habe mir gedacht, Mensch,
Das heißt bestimmt, dass ich auf jeden Fall nicht so viel arbeiten muss wie vorher und ich könnte auch ein bisschen Erholung brauchen. Da muss ich ganz sagen, hat sich direkt mein Fleisch gemeldet und gedacht, Mensch, ach, wird mir das gut tun, einfach ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Erholung. Und ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Christ sagt sich, hey, ich kann zu Hause bleiben. Jetzt ist meine Netflix-Zeit. Es gibt noch so viele Spielfilme, die ich noch anschauen wollte. Und hey, und ich wollte einfach mal wieder so richtig faulenzen, so richtig rumhängen. Pass auf, wir sind in der Situation, wo wir nicht wissen, was passiert, wenn wir nicht aufstehen. Und auf jeden Fall schauen wir auch mal einen Film an. Auf jeden Fall haben wir Zeiten der Entspannung. Aber jetzt müssen wir die Zeit verstehen. Es ist eine Zeit der Chance, eine Zeit des Wachrüttelns und eine Zeit des Aufstehens für den Leib Jesu. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir sagen, dass der Leib Jesu nicht so viel und intensiv gebetet hat, wie das eigentlich hätte sein sollen. Jesus sagt über die Gemeinde, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Glaubst du, dass Jesus meint, so kleine Gebete, wo wir Gott informieren, was gerade auf der Welt abgeht oder wie es uns geht? Ich glaube, dass Gott Gebete meint, die Nationen verändert. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, meine Gemeinde zu bauen, meine Ekklesia und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir stehen hier in einer Zeit, wo die Pforten der Hölle an uns herankommen und sagen, wir wollen euch zerstören. Der Feind würde diese Krise gerne nützen, um viele Menschen umzubringen, um Menschen in Hoffnungslosigkeit zu stürzen und sie in Depression zu stürzen. Aber Gott möchte in dieser Krise unser Licht sein. Gott möchte in dieser Krise, dass seine Gemeinde aufsteht und die Pforten der Hölle zurückdrängt und wieder erkennt, wie stark wir beten können. Welche Macht unser Gebet hat. Ich muss zugeben, es ging mir auch schon so, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn ich allein bete, was bewirkt das schon? Ich habe das Gefühl gehabt, mein Gebet, es ist so klein und so wenig und so. Ja, das fühlt sich so nutzlos an. Aber Gottes Wort sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und jetzt ist die Zeit, neues Gebet anzufangen, neu ins Gebet einzusteigen, uns neu zu engagieren im Gebet und leidenschaftlich zu beten. In meiner Kindheit und in meiner Jugend gab es immer wieder Situationen, die mich einfach emotional aufgewühlt haben. Und was ich dann gemacht habe, ich bin in mein Zimmer gegangen und ich habe meinen Kopf in ein Kissen oder in eine Matratze reingegraben. Und manchmal habe ich einfach zu Gott gerufen, weil im Psalm steht, ruf zu Gott. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es ist eine Zeit, dass wir zu Gott rufen. Dass wir nicht nur sagen, lieber Herr Jesus, mach doch bitte was, sondern dass wir sagen, Gott, Herrscher von Himmel und von Erde, wir beten, dass du deinen Arm ausstreckst, dass du deine Hand bewegst über unsere Nation, dass du deinen Arm ausstreckst, dass du deine Hand bewegst über Italien. Vater, wir beten, dass du Errettung schenkst in unserer Nation. Wir beten, dass du Errettungen schenkst in Italien. Wir beten, Vater, dass sich die Himmel öffnen über den Nationen für Errettung und für Erweckung. Es ist nicht eine Zeit zum Schlafen. Es ist nicht die Netflix-Zeit. Es ist die Heilig-Geist-Zeit. Es ist die Jesus-Zeit. Es ist die Zeit der Chance für die Gemeinde Jesu. Wach auf! Ganz interessant ist für mich der Name von dem Virus. Der Virus Corona, und ihr wisst es bestimmt schon, heißt Krone. Krone. Hier möchte ich euch einfach sagen, dass wir wissen, dass oft Dinge und Namen einfach eine prophetische Bedeutung haben. Und jetzt denken wir mal nach über Krone. Und Krone steht selbstverständlich für Herrschaft, denn nur Herrscher tragen Kronen. Was ich glaube ist, dass dieser Virus eigentlich kämpft um die Herrschaft in diesem Land. Dieser klitzekleine Virus möchte unsere Herrschaft in diesem Land angreifen. Die Herrschaft der Menschen, auf jeden Fall, aber auch die Herrschaft der Gemeinde Jesu und die Herrschaft Gottes, weil Gottes Wunsch ist es, uns zu segnen. Gottes Pläne sind Pläne des Segens, des Wohlergehens, der Gesundheit, der Kraft, der Stärke, der Vermehrung von Wohlstand. Das ist der Wille Gottes für uns. Das ist das Herz Gottes für uns. Denkt bitte nicht, dass Gott diese Krise schickt, um uns zu strafen. Gott nimmt aber diese Krise, um uns hervorzurufen, und zwar in Herrschaft. Ich glaube, dass diese Krone, dieser Virus der Krone heißt,
zu uns sagen will: Gemeinde Jesu, steh auf und komm zurück in deine Herrschaft. Bete nicht wie ein Bettler. Bete nicht, oh Gott, hilf uns doch. Oh Gott, mach doch was. Sondern fang an, Gottes Wort vor den Thron Gottes zu tragen und zu sagen: Gott, du hast verheißen, wenn dein Volk, das bei deinem Namen gerufen ist, umkehrt und sich anruft und dich demütigt, dass du kommst und das Land heilst. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du das Land heilst. Wisst ihr, wenn wir ganz ehrlich sind, geht's uns doch arg um unseren Wohlstand. Wir wollen eigentlich, dass es uns gut geht. Wir wollen einen sicheren Arbeitsjob. Wir wollen, dass wir gesund sind. Aber wisst ihr, Gott geht es um was viel Größeres. Gott geht es um Menschenleben. Wisst ihr, wenn es uns betroffener macht, dass wir unseren Job verlieren, wenn es uns betroffener macht, dass wir vielleicht nicht mehr so viel Geld verdienen wie bisher, als dass es uns betroffen macht, dass jeden Tag Tausende von Menschen aus unserer Nation unerrettet sterben, dann müssen wir einfach sagen: Halt, stopp, ich lass mich neu wachrütteln vom Heiligen Geist. Ich muss jetzt sagen, ich weine jetzt nicht über meine Arbeit, ich weine jetzt nicht über mein Geschäft, sondern ich weine über meine Nation, in der so viele Menschen Jesus noch nicht kennen. Ich fange an, die Anliegen Gottes zu meinen Anliegen zu machen. Ich fange an, diese Herrschaft im Gebet anzutreten. Ich fange an, diese Krone, die uns zusteht, als Gemeinde Jesu aufzusetzen und zu sagen: Ich bete mit Autorität, ich bete mit Glauben, ich bete mit Gottes Wort und ich erwarte Veränderung. Amen. Bist du dabei? Lass dich wachrütteln, dass die Kronen, die Coronas zurückgehen an die Gemeinde Jesu, dass unsere Gebete Deutschland erschüttern, dass unsere Gebete Italien erschüttern, dass unsere Gebete Europa erschüttern, dass unsere Gebete die ganze Welt erschüttern. Gott sitzt auf seinem Thron und er wartet auf uns, dass wir aufstehen und sagen: Hier bin ich, Gott, und in deinem Namen, in dem Namen Jesu Christi, bete ich. Halleluja. Die Frage ist jetzt: Wie beten wir? Wir haben uns diese Woche getroffen, einfach als Gemeinde, und wir haben einfach diese Situation in Italien, wo so viele Menschen sterben, wo so viele Menschen in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen sind und wo wir alle gehört haben, wie tragisch die Situation ist. Wir haben diese Situation vor Gott getragen und als allererstes war ich einfach überführt, weil ich habe gemerkt, ich will jetzt eigentlich eine Veränderung für diese aktuelle Situation. Ich will eine Veränderung für das Notleiden der Italiener jetzt gerade, aber Gottes Herz brennt für die Errettung von Italien. Gottes Herz brennt dafür, dass es den Menschen in Italien gut geht. Aber Gottes Herz brennt noch mehr dafür, dass die Italiener die Ewigkeit mit ihm verbringen. Es gibt so wenige heiliggeisterfüllte, wiedergeborene Christen in Italien. In Italien gibt es einfach wenige starke Gemeinden. Und Gottes Herz brennt dafür, dass es starke Gemeinden gibt in Italien und in den anderen Nationen in Europa. Und wenn wir jetzt beten, lasst uns nicht nur für die Symptome beten, sondern lasst uns für die Fundamente beten. Dass die Gemeinde Jesu in Italien, in Frankreich, in Norwegen, in Dänemark, in Holland, in Polen und was weiß ich, in Spanien, dass die Gemeinde Jesu gebaut wird. Dass die Apostel und die Propheten aufstehen und ihren Platz einnehmen und dass sie zu Stimmen werden, über das ganze Land erschallen, zu starken Stimmen der Hoffnung, zu Stimmen der Umkehr, die Gemeinden bauen, die dafür sorgen können, dass große Menschenmassen zu Jesus Christus kommen. Das ist zugegebenermaßen wichtiger, als dass alle möglichen Notleiden der Menschen gelindert werden. Mögen diese Notleiden gelindert werden, aber mögen diese Notleiden, mögen diese schlimmen Umstände dazu führen, dass Menschen sich umkehren und zu Jesus rufen. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich glaube einfach, wenn wir beten, dass Italiener, aber auch andere Menschen tief in ihrem Herzen anfangen, zu Gott zu rufen und zu sagen: Gott, wenn es dich gibt, rette mich. Und ich glaube, dass Gott dieses Gebet beantworten wird. Aber ich glaube auch, dass wir als Gemeinde Jesu aufstehen müssen und es freisetzen müssen, dass die Leute diese Gebete beten und dass sie dann dahin finden, wo sie hingehören, in die Gemeinde Jesu Christi.
Es ist eine Chance. Es ist eine Chance für das Reich Gottes. Es ist eine Chance für Errettung. Was nützt es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber doch Schaden nimmt an seiner Seele? Unser wichtigstes Gebet ist nicht, dass es unserer Seele gut geht. Unser wichtiges Gebet ist es nicht, dass Menschen nicht sterben. Unser wichtigstes Gebet ist es nicht, dass Menschen nicht leiden. Und all diese Gebete sind wichtig und liegen Gott am Herzen. Aber unser wichtigstes Gebet ist Erweckung. Unser wichtigstes Gebet ist Errettung. Unser wichtigstes Gebet ist, dass Menschenmassen Jesus Christus, die Hoffnung der Welt, das Licht der Welt, den Retter der Welt, den Weg, die Wahrheit und das Leben persönlich kennenlernen und für immer verändert werden. Ich habe einfach auch noch eine Nachricht, eine Botschaft einfach für Unternehmer, weil die Unternehmer, vor allem die kleinen Unternehmer, aber auch die großen, trifft diese Krise ganz besonders. Wir haben diese Woche, einfach um in Kontakt zu bleiben, machen wir digitale Calls und wir haben zusammen einen Call gehabt und wir haben mit unseren Leitern unseres Hauses, mit den Tribe-Leitern unseres Hauses, die einfach die verschiedenen Stämme und Tribes in unserem Haus leiten, haben wir zusammen ein Abendmahl genommen. Und während wir dieses Abendmahl online genommen haben, haben wir es sonst auch noch nie gemacht, haben zusammen gebetet und online dieses Abendmahl genommen. Und während ich den Wein getrunken habe und dieses Brot gegessen habe, habe ich einfach gesehen, wie die Hand Gottes in einen tiefen, dicken Schlamm hineingegriffen hat und wie Gott seine Kinder da rausgeholt hat. Wenn wir denken wie die Welt, wenn wir glauben wie die Welt, wenn wir das sagen, was die Welt sagt, dann erleben wir dasselbe wie die Welt. Aber Gottes Herz ist für seine Kinder. Und wenn du mit Jesus lebst, wenn dein Herz an Gottes Herz hängt, wenn du dein Geschäft mit Gott gelebt hast, dann will Gott seine Hand ausstrecken und dein Geschäft retten. Gott ist für euch Unternehmer. Gott liebt die Unternehmer. Ihr seid mutige Menschen. Ihr seid Menschen, die was riskieren. Ihr seid Menschen, die oft auch die Finanzen, die ihr reinbringt, ins Reich Gottes investiert. Und Gott hat seine Freude an euch. Und ich will euch Unternehmen einfach sagen, Gott lässt euch nicht im Stich. Auch in unserer Gemeinde gibt es unterschiedliche Unternehmer. Und eine Unternehmerin hat mir erzählt, dass sie diese Woche einfach am Boden zerstört war, weil sie nicht wusste, ob diese Krise vielleicht ihren Laden kaputt macht. Sie hat einen schönen Friseurladen, in den ich persönlich auch sehr gerne gehe. Und sie hat gesagt, sie war am Boden zerstört, sie war einfach verzweifelt. Und ich habe einen Kurzclip gemacht und ich habe einfach ihr diese Prophezeiung zugesendet. Und sie hat gesagt, sie hat einfach Frieden bekommen in ihr Herz. Und sie hat einfach neu ihre Augen auf Jesus gerichtet. Denn Gottes Wort sagt, die auf ihn schauen, werden nicht beschämt werden. Es wird nicht automatisch sein, dass Gott dein Geschäft und dein Leben aus diesem Schlamm erlöst. Du musst auf ihn schauen. Und dann hat Gott sein Wort bestätigt mit einem gigantischen Wunder, das ich euch auch erzählen möchte. Wie viele Kunden kommen bei euch in den Laden und zahlen, obwohl sie nichts dafür bekommen? Ich würde sagen, so gut wie niemand. Am nächsten Tag, nachdem sie dieses Wort für sich angenommen hat, wo der Heilige Geist ihr gesagt hat, ich kümmere mich um dich, ich ziehe dich raus aus diesem Schlamm, ich halte dich und diesen Laden in meiner Hand. Am nächsten Tag kam eine Kundin, die eigentlich einen Friseurtermin hatte und sie hat gesagt, ich möchte den Termin absagen, aber ich möchte den Termin zahlen. Wie genial ist das? Eine Bestätigung des Heiligen Geistes. Ich kümmere mich um dich. Ich sorge mich um dich. Gott ist für uns. Gott kämpft für uns. Wir müssen auf ihn schauen. Wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen uns an ihm festhalten. Was anderes, was ich euch auch erzählen möchte, ist einfach, wir haben Eiskaffeebesitzer in unserer Gemeinde, was wir sehr, sehr schätzen. Weil sie fantastisches Eis machen und besten Kaffee machen und wir gehen da sehr gerne hin. Und ja, für die Eiskaffeebesitzer und für die Cafés in unserer Stadt ist es auch eng geworden. Und unser Eiskaffeebesitzer hat erzählt, weißt du, was besonders ist jetzt einfach in dieser Zeit, die Leute, die Besitzer von den Cafés sind zusammengekommen und wir sind zu einer Einheit geworden, wie wir es vorher noch nie erlebt haben. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben einander sogar Tränen gezeigt und wisst ihr was? Verpassen wir nicht, was Gott hier tun will. Wir denken vielleicht, dass der aktuelle Erhalt unseres Geschäftes das Wichtigste ist. Aber möglicherweise nützt Gott diese Krise, um noch etwas viel Größeres und Stärkeres zu tun, als das, was wir sehen. Was ist,
wenn die anderen Unternehmer in unserer Stadt jetzt an uns sehen, wer unser Fels ist, wenn sie jetzt durch uns Hoffnung schöpfen, wenn sie jetzt durch uns Jesus Christus kennenlernen. Jetzt ist unsere Chance. Gemeinde Jesu, jetzt ist deine Chance. Denke nicht, dass es was Kleines ist und wach auf. Was ich euch einfach auch mitteilen möchte, ist dieser starke Eingriff in unsere sozialen Kontakte. Gemeinde lebt von sozialen Kontakten. Gemeinde, das Haus Gottes, ist Kontakte, ist Beziehungen. Wir leben als Ekklesia in einem Haus, das miteinander verwoben ist durch Beziehungen, die in Jesus Christus gegründet sind. Diese Tatsache, dass wir jetzt gerade keine gemeinsamen Meetings haben können, nicht mal gemeinsame Gebetsmeetings haben können, ist ein extremer Eingriff in unser Gemeindeleben. Lasst uns nicht zurücksitzen und sagen, wir warten, bis die Krise vorbei ist. Möglicherweise verlängern wir so die Krise. Lasst uns jetzt aktiv sein. Es gibt einfach verschiedene digitale Plattformen, wie du jemanden auch mit Bild sehen kannst. Wir persönlich benutzen Zoom als digitale Plattform und da treffen wir uns und dann können wir uns gegenseitig mit den Gesichtern sehen. Der eine sitzt mit Baby da, der andere, dem anderen quäkt vielleicht sogar noch das Kleinkind rein. Aber wir sehen unsere Gesichter, wir beten füreinander, wir schauen, wie es dem anderen geht. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wir nehmen Abendmahl zusammen, weil wir glauben an die Kraft des Abendmahls. Wir glauben an die Kraft dessen, dass wir den Sieg Jesu Christi verkündigen. Wir pflegen unsere Kontakte und es wird anstrengender. Es wird anstrengender, jemanden anzurufen. Es ist anstrengender, sich darum zu kümmern, um die bestimmte Uhrzeit da zu sitzen. Aber wisst ihr was? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und diese Zeit wird uns zum Besten dienen. Wir müssen dranbleiben. Wir dürfen jetzt nicht einfach uns in den Sessel setzen und einfach eine Chillerzeit machen, sondern es ist jetzt die Zeit, aktiv zu sein. Und wir kümmern uns auch um die Kinder. Vergesst die Kinder nicht. Die Kinder haben so einen großen Platz im Herzen Gottes. Und genau jetzt können sie von uns lernen, wie man Krisen überwindet. Wir machen mit unserem Kind zurzeit das Abendmahl. Wir beten mit ihm. Wir beten mit seinem 91 jeden Abend. Und was wir jetzt auch gemacht haben, wo ich mich echt freue, dass zwei unserer Ladies, die im Kinderdienst sind, die noch arbeiten gehen müssen, dass sie hierher gekommen sind und Online-Clips gemacht haben, um Kindern die gute Botschaft nach Hause zu bringen, dass sie eine Art Kindergottesdienst zu Hause haben können. Auch ihr dürft euch diese Clips anschauen. Das sind unsere ersten Clips. Ihr findet sie auf unserem neuen Kanal Kingdom Kids. Und ich hoffe, dass sie euch auch segnen, dass ihr sie an viele andere Kinder weitergebt. Denn die Kinder sollen jetzt lernen, wie man sich an Gott festhält und dass Gott auch sie in dieser Krise sieht und wichtig und ernst nimmt. Halleluja! Lasst die Kontakte zu den Kindern nicht einschlafen und lasst die Kontakte, die du in so vielen Jahren aufgebaut hast, nicht einschlafen. Es ist unsere Chance, nochmal enger zusammenzurücken. Und als nächstes möchte ich noch einfach sagen, wir reiten auf der Welle. Das ist eine Welle, die unser Land übermannt hat und wir können nicht einfach sagen, wir warten, bis sie vorbei ist. Man kann geradezu sagen, es ist ein Tsunami, der unser Land am Überrennen ist. Und wir können auch gar nicht abschätzen, wie massiv die Auswirkungen sein werden. Und egal, wie viel der Staat hilft, ich kann einfach nur sagen, wir brauchen Gott. Aber ich kann auch sagen, Gott will uns helfen. Gott liebt es, uns zu helfen. Nur müssen wir es wissen, müssen wir ihn drum bitten und müssen wir es im Glauben an uns reißen. Und ich möchte euch ermutigen, seid positiv, gebt Gutes weiter, ermutigt andere. Vielleicht könnt ihr ein gutes Post auf euer Instagram machen, ein gutes Post auf euer Facebook. Vielleicht könnt ihr ein Lied posten oder einfach eine Bibelstelle posten. Vielleicht könnt ihr euren Nachbarn irgendwelche Flyer einwerfen. Was auch immer ihr machen könnt, tut es. Ich habe meinen Nachbarn zum Beispiel einfach ein kleines Blümchen geschenkt, einfach für die Zeit der Krise, damit sie was haben, dass sie zu Hause anlächeln. Vielleicht fällt dir was anderes ein. Ist ganz egal. Du musst dein Ding machen. Ich mach das, was mir liegt. Vielleicht kannst du jemand ein Lied singen. Vielleicht gehst du wie einer von den Italienern auf deinen Balkon und singst einfach ein Loblied, ein Hoffnungslied und berührst die Herzen von Menschen.
Wenn es morgen nicht regnet, hoffe ich, dass wir es schaffen. Wir würden gerne an den alten Heimen draußen vor der Tür singen, Choräle singen, Lieder, die sie kennen, Lieder, die wir sonst nicht im Gottesdienst singen, aber Lieder, die ihre Herzen bewegen würden. Vielleicht möchtest du den Psalm 23 auf eine Karte drucken und an alte Menschen weitergeben. Leute sind verzweifelt und Leute brauchen Hoffnung. Und wir sind die Stimme der Hoffnung für unsere Generation. Wir sind geboren für eine Zeit wie diese. Wir sind einer Zeit der Chance. Wir sind in einer Zeit, wo etwas Neues aufbrechen kann. Wir sind in einer Zeit, in der wir Gott erleben können auf ganz besondere Art und Weise. Ich möchte einfach sagen, wir spüren in unserem Geist einfach auch Begeisterung vom Heiligen Geist. Wenn wir diese Chance spüren, diese Chance, dass was Massives, Großes, Neues geschehen kann fürs Reich Gottes. Ja, es trifft uns, die einzelnen Schicksale, die großen Schicksale, das trifft uns. Aber für das Reich Gottes stehen wir in einer historischen Zeit, wo was Starkes, Neues aufbrechen kann, das alles überwältigt, was wir uns überhaupt vorstellen können. Lasst uns bereit sein. Lasst uns unsere Fischernetze auswerfen. Lasst uns das Wort Gottes rauswerfen. Lasst uns Hoffnung auswerfen. Amen. Lasst uns wachrütteln im Gebet. Lasst uns aufstehen und beten und die Krone der Herrschaft für die Gemeinde und für uns als Gläubige wieder aufsetzen. Lasst uns unsere Kontakte pflegen und halten und die Kinder nicht vergessen. Und lasst uns reiten auf dieser Welle mit Kreativität, mit Ideen und mit Mut, auch vielleicht was komisch oder falsch zu machen, damit Menschenherzen für Jesus Christus erreicht werden, dass Leute aus dem dunklen Sumpf herausgezogen werden. Wir freuen uns. Gott sagt, keiner, der auf mich schaut, wird beschämt werden. Wenn du in dieser Zeit auf Gott schaust, wirst du nicht beschämt werden. Wenn du anderen beibringst, in dieser Zeit auf Gott zu schauen, werden sie nicht beschämt werden. Gott ist unser Helfer. Er liebt es, uns zu helfen. Ich wünsche euch einen super Sonntag. Ich wünsche euch eine starke Woche. Ich wünsche euch, dass ihr übersät werdet mit Kreativität und Ideen, wie ihr eure Nachbarn, eure Stadt und das Land erreichen könnt für das Evangelium und für die frohe Botschaft. Seid gesegnet, bleibt stark, bleibt stehen, seid wach. Amen.